15 Dinge, die für komplett andere Zwecke erfunden wurden. Wir dachten stets, dass alles seinen Sinn hat. Doch viele Sachen, die wir täglich benutzen, wurden einst ganz verschieden verwendet. Hier ist die Geschichte von gewöhnlichen Dingen, um zu sehen, welchem Sinn sie einst dienten. Ich wette, du kannst nicht erraten, wofür Kissen und Absatzschuhe ursprünglich gestaltet wurden. Nummer 15. Coca-Cola. Coca-Cola hat eine sehr faszinierende Geschichte. Der Apotheker John Pemberton, ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs, erzeugte ein Gebräu aus Kolanüssen und Coca-Blättern. Er empfahl es den Soldaten, die Morphin einnahmen, um ihr Nervensystem zu behandeln. Später hat er ein Geschäft mit einem alkoholfreien Getränk auf die Beine gebracht, aber dann hat alle seine Anteile gekauft. Die neuen Eigentümer haben angefangen, Coca-Cola mit von Kokain geklärten Coca-Blättern zu erzeugen. Nummer 14. Schwarzes Kleid. Jede Frau sollte ein kleines schwarzes Kleid haben, oder? Bis in die 1920er wurden schwarze Kleider häufig als Symbol der Trauer getragen, für mindestens 2 Jahre. Dann, 1926, nähte Coco Chanel ihr berühmtes kleines schwarzes namens Chanel's Ford bei Vogue in Erinnerung an ihren Liebsten. Zuerst wurde es von Filmdivas bemerkt, dann wurde das Kleid weltweit beliebt. Nummer 13. Karaoke. Daisuke Inoue, ein japanischer Rockmusiker, spielte für Besucher in Cafés, die zwischen den Bandliedern singen wollten. Eines Abends konnte er nicht dort sein, so hat er seine Kollegen eine Tonbandaufnahme mit seinem Teil gegeben. 1971 erfand er dann die Maschine, die Musik ohne Gesang spielte, sodass Musiker sich entspannen konnten, während das Publikum zum Beat mitsang. Nummer 12. Play-Doh. Diese Substanz wurde ursprünglich genutzt, um Tapeten in Häusern mit Feuerstellen zu reinigen, die Ruß ansammelten. Mit dem Beginn der Vinyltapeten, die einfach mit einem Schwamm gereinigt werden konnten, hat das Reinigungsmittel seinen ursprünglichen Zweck verloren. Eine Verwandte des Erfinders, eine Kindergärtnerin, gab diese spachtelmasseähnliche Substanz dann ihren Kindern zum Spielen. Sie waren sehr erfreut. Später wurde das Reinigungsmittel aus der Substanz entfernt, mit Farbstoffen ersetzt und das Produkt enthielt den modernen Namen Play-Doh. Nummer 11. Laufband. Der Prototyp eines modernen Laufbands wurde 1818 von Sir William Cubitt erstellt, damit untätige Sträflinge ihre Muskelkraft nutzen konnten, um Getreide zu mahlen. Die Sträflinge hielten an einem horizontalen Handlauf fest, um eine Art endlose Treppe spazieren zu gehen. Nummer 10. Haftnotizen. Dr. Spencer Silver war im Prozess, einen permanenten Klebestoff zu entwickeln, doch der Kleber war nicht stark genug und Objekte konnten einfach wieder entfernt werden. Sein Kollege Arthur Fry schlug dann vor, dieses Klebemittel zu verwenden, um seine Lesezeichen in einem Gesangbuch zu befestigen. Und schon bald erschienen klebrige Papiere für Notizen in den Geschäften und werden noch heute weltweit verwendet. Nummer 9. Luftpolsterfolie. Die berühmte Luftpolsterfolie wurde 1957 von den Ingenieuren Alfred Fielding und Mark Chavannes 1957 erfunden. Anfänglich sollte es eine dreidimensionale Plastiktapete werden, doch die Idee hat nicht wirklich funktioniert. Die Erfinder erkannten jedoch, dass das Material für Verpackungen verwendet werden könnte, sodass die Luftpolsterfolie in bestimmten Bereichen bald unverzichtbar wurde. Nummer 8. Vaseline.
Mitte des 19. Jahrhunderts kämpften Erdölarbeiter stets gegen die wachsartige Substanz, die sich in den Pumpen der Bohrinseln ansammelte. Der britische Chemiker Robert Cheeseborough sah jedoch eine Chance. Er nahm seinen Teil dieser Rohvaseline, unternahm einige Forschungen und erkannte nützliche Eigenschaften. Als Ergebnis wurde die Nutzungsreihe in diesen frühen Jahren sehr weitreichend, von der Wundheilung bis hin zur Reinigung von Teppichen. Nummer 7. Slinky. Slinky war ursprünglich eigentlich kein Kinderspielzeug. Richard T. James, ein Marineingenieur, arbeitete einst an einem Mittel, um sensible Bordinstrumente einzustellen, doch ließ versehentlich eine Spannfeder fallen, die lustig davonkroch. Hieraus entstand die Idee für ein Kinderspielzeug und schon bald erschien Slinky in den Schaufenstern. James Spring und Wire Company hat mehr als 300 Millionen dieser Spielzeuge verkauft. Nummer 6. Listerine. Joseph Lawrence erfand dieses Desinfektionsmittel 1879, um Operationswerkzeug zu reinigen. Es wurde sogar nach dem Chirurg Dr. Joseph Lister benannt. Die Menschen erkannten jedoch das Potenzial und begannen es überall einzusetzen. Die Behandlung von Wunden, Zahnmedizin, Heilung von Schuppen und Pilzen und sogar als Deodorant. In den 20er Jahren wurde es sehr beliebt, als die erste Werbung für Listerine erschien. Ein Mädchen mit schlechtem Atem wandte sich von ihrem Verlobten und fragte sich selbst, kann ich trotzdem mit ihm glücklich sein? Nummer 5. Viagra. Pfizer entwickelte eine Herzstörungsbehandlung, doch die klinischen Versuche zeigten, dass das neue Medikament diesbezüglich recht nutzlos war. Es wurde jedoch ein ungewöhnlicher Nebeneffekt erkannt. Die Substanz hatte einen großen Einfluss auf den Blutfluss im Beckenbereich. So wurde das berühmte Aphrodisiakum geboren. Nummer 4. Mikrowelle. Nur wenige Menschen wissen, dass der Mikrowellenofen, den wir kennen, nicht zu diesem Zweck erfunden wurde. Ein Mitarbeiter von Raytheon, Ingenieur Percy Spencer, hat Radarausstattung getestet und erkannt, dass Mikrowellen eines aktiven Radars einen Schokoladenriegel in seiner Tasche geschmolzen hatten. Percy sah eine Chance darin und legte etwas Mais auf den Magnetron und er begann sofort zu poppen. Dies war die Entdeckung des Jahrhunderts. Nummer 3. Kissen. In Mesopotamien wurden Kissen ein Merkmal von wohlhabenden Menschen, denn Kopfstützen wurden dafür verwendet, um Käfer und Insekten aus dem Haar und Gesicht der Menschen fernzuhalten. Im alten China glaubte man, dass weiche Kissen nutzlos waren, während harte Kopfstützen aus Bambus, Jade, Porzellan, Holz oder Bronze Stärke und Schutz vor Dämonen boten. Nummer 2. Teebeutel. 1904 entschied sich Thomas Sullivan, ein Tee- und Kaffee-Importeur aus New York, Tee mit mehr Stil zu verkaufen, indem er diesen in Seidentaschen packte. Seine Kunden empfanden die Neuheit als sehr ansprechend, doch aus einem anderen Grund. Es war angenehmer, den Tee direkt in dem porösen Beutel zu brauen. Als Ergebnis schossen die Verkäufe in den Himmel und die Idee wurde allgemein beliebt. Nummer 1. Absatzschuhe. Im alten Ägypten waren Absatzschuhe ein Zeichen des Status von hohen Beamten, die hochhackige Schuhwerk zu religiösen Ritualen trugen. Dies nahm sowohl Männer als auch Frauen auf. Solche Schuhe wurden auch von Metzgern bevorzugt, um die Arbeit in Blut zu vermeiden, während persische Reiter sie wiederum einsetzten, um während des Schießens ihrer Pfeile festzuhalten. Im mittelalterlichen Europa waren Absatzschuhe ein Privileg der Aristokratie und wurden später beliebter. Schlussendlich, im 20. Jahrhundert, wurden dann die berühmten Stöckelschuhe erfunden.
Welche Geschichte hat dich am meisten beeindruckt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Like-Button zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren, um stets auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.